Schön gesagt. Alles für deine Crew. Piraten gegen CP9. Ruffy und die Crew entdecken, dass Robin direkt unter ihrer Nase gefangen gehalten wird. Fest entschlossen, Robin zu retten, machen sie sich auf dem Weg zum Justizturm, wo die CP9 sie schon erwartet. So, und das machen wir jetzt mit Zorro.姿を現したロビンはやっと出会えた仲間を守るためルフィたちの必死の呼びかけを嘲笑うスパンダムは世界政府の兄弟さを誇示。この他国海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。CP9の強さしかり、 正義のもんの重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの。バスターコールとは、多数の軍艦によって島一つを地図から消すほどの大規模攻撃である。それはロビンの過去に暗い影を落としていた。20年前、ロビンの故郷オハラが ポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は、CP9を派遣。当時の CP9は、考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、研究とは無関係の島民をも巻き込むバスターコールを発動する。その結果、オハラの存在は跡形もなく消え去り、幼いロビンはただ一人、 政府の所業に疑問を抱いた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。ロビンの決意は固く、あくまで一味の助けを拒もうとする。増長したスパンダムは 司法の塔の屋上にはためくある旗を指さす。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。 立てつくには、お前らがどれほど小っぽけな存在だか分かったか。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃軍、あの旗打ち抜け。了解。必殺。 ファイアーバードスター、やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。 まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン、望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は逃げた。 Das ist eine herzzerreißende Szene. So, wir müssen Robin retten.
Das sieht doch okay aus. Also was haben wir denn? Ah, shit, welche von diesen Attacken waren am sinnlosesten? Sammelt Kraft in beiden Armen, ein Fessel. Ich glaube, das war das Blöde. Nehmen wir mal den hier mit. So. Nein, nein, nein. So. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Fähigkeit ausgetauscht. So, was habe ich jetzt mitgenommen? Ich habe das hier. Warte. Und? Oh yeah! Geil. Ach, die sind schon besiegt? Ach, ist ja Lushis. Na dann... Ja Mann, ich hab's richtig ausgetauscht. Bam! Zack, zack. Und finish him! Okay, nicht ganz. Schöne Straightforward-Attacken, sowas mag ich. Da weiß man, wo man hinzählen muss. Weg mit dir. Weg mit euch. So, wo muss ich denn eigentlich lang? Oh, Eki und Shabra. Oh, die sind natürlich ganz am anderen Ende, war ja so klar. Aber müssen wir immer so viel laufen. So. Du kannst doch nicht anfangen zu kämpfen ohne mich. Hä? Wo muss ich denn hin? Typische Zorro-Move. Erstmal verirren. Ah.
Hä? Ich peile es halt echt nicht, wo ich lang muss. Nee, das ist auch falsch. Da komme ich ja gerade erst. Ich kann auch nichts machen, dass er Probleme hat, wenn er vor mir anfängt. Ich glaube, so jetzt bin ich so langsam auf dem richtigen Weg. Yep. Zack. Und zack. Und jetzt zu dir. Zack. Und nein, 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 nicht so einfach. Irgendwie sieht es gruselig aus. Also Zoros Attacke. Hui, voll mich runter. So. Eki besiegt und den ersten Schlüssel besorgt. Oh nö. Na dann laufen wir mal.
Miau, miau, miau. Wusch, 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 wusch. Miau. So. Dann legen wir gleich mal wieder richtig los. Und zuerst mal Dämonensplitter, wie auch immer es heißt. Ja, voll auf Sanji. Zurück. Und? Ja klar, Sanji hat die Musik. Ist klar. Diablo Jumbo. Hat Jabura wirklich die 10-Finger-Pistole beherrscht? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich dachte, das könnte nur der Rob. So langsam hängelt's mich. So, alle Türschlüssel erhalten müssen. Wow. Es waren aber im Manga ein paar mehr. Begib dich zur Brücke. So, Kiste. Pass Marinekommandanten an, Abreibung. Okay, mach mal. Bam, bam. Hey, sorry, nichts gegen dich, aber das Spiel hat gesagt, ich soll es machen. Und. Du warst ein würdiger Gegner. Nicht. Ach nö. Wird schon wieder lang. Hier hin? Ah, das ist ein Gegner, das sieht gut aus. Bam, bam. Den erledigen wir auch kurz. Verzieht euch. Geht zur Säule, Brücke des Zögerns. Okidoki. Oh, Alter, wieso ist Ruffy schneller wie ich? Niemals. Ich kann fliegen. Ich bin super Zorro. Ich komme zu dir gefliegt. Super Zorro, komm zu dir gefliegt. Ja, super Zorro. Wusch, 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 wusch. Wusch. Treppen laufen. Düdüm. Löst aus Versehen einen Buster-Call aus. Spend damn, du Trottel. Oh Gott, ich will.
CP9, Rob Lucci. What? Nein, das ist vollkommen in die falsche Richtung. Ja, super, danke Ruffy, dass du den einfach weggehauen hast. Mann. Oh. Hotta, watcha. War ich das jetzt oder war das jetzt ein gescriptetes Event? Boah, schön in der Luft. Bam. Ach, Ruffy, du nervst. Stürzen wir mal den Leoparden. Ach komm, ich krieg's kotzen. Dun, 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 dun. Wacha! Aua, nee. Da, 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 da. Hup, schraub, 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 schraub. Aber jetzt. Nein, das. Wo ist er? Mann. Aber die Attacke trifft jetzt. So. Hallo? Okay. Das war Timing. Huh. Steh auf! Steh auf, wenn du ein Kämpfer bist. Steh auf! Dö. Hin und wieder muss ich mich einfach mal umsetzen. Ja,
Okay. Coole Musik. Aua. Okay. Gut, dass in der Zwischensequenz alles kaputt war und hier alles heil ist. Ja gut. Hier komm ich. Komm mal, Gähne-Attacke. Wie im Pokémon ist es. Guck, bam, bam, bam. Und. Aua. Was ist das denn? Ich finde immer dieses. Aua. Aber jetzt treffen! Ernsthaft? Ernsthaft? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Zack, zack. Und noch ein letztes Aufpowern und dann gehen wir in die letzte Runde. Oh nö, wieso, Ruffy? Mann. Ohne Ruffy hätte ich den schon längst besiegt. Nein, 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 nein. Es hat gereicht. Gib's ihm richtig. Hopp, boom. Und da liegt das miese Kätzchen. Ja, 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 ja. Böses miese Kätzchen. Du warst nicht artig. Geh zur Säulebrücke, des Zögerns. Wo ist die denn? Nee, das ist jetzt aber irgendwie das Schiff. Ja, wo ist denn diese blöde Brücke?
Hölle mache ich mir so da lang? Ich glaube, es ist einfach Ruffy hinterher. Ach, habe ich keinen Bock zu. Lauf Zoro, ich meine flieg! Mondstein, flieg und sieg! Du kannst es tun, mit Sailor Moon. Das fand ich immer so als Kind so extrem versaut, als es beim Ende vom Sailor Moon, also im Abschlusslied, dann immer hieß: Du kannst es tun, mit Sailor Moon. Also, okay. Was wollen wir damit sagen? So. Konkasse. Hup, schrapp, 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 schrapp. Okay, ich muss einfach nur alle besiegen. Das kriegt man hin. Alter! Das ist aber eine Massenschlacht hier. Oh, ich bin ja fast tot. Renn! Dann machen wir es mal ein bisschen von der Distanz, bis ich Leben bekomme. Oh, ich hab Leben bekommen. Geil. Na dann. Volle Kanne wieder rein. Zirk. Und Dragon Tornado! Erfolg! Chaka! Sieg! Nuna! Oh, ich habe Zoros Karte 2 erhalten. Wupp, wupp. Und Namis und Sanjis und Choppers.絶対絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ、メリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味。だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号は、その直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィを、アイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。 俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一部。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。
そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞメリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ホも破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。 Gab es diese Szene auch, dass er sich mit der Flying Lamp unterhalten hat? War das vielleicht schon so der